12.000. Und also wie viele haben die hinten dran noch gehabt? Oh Gott. Baum? Nee, wollte ich gar nicht. So, Info. Und 4, 12 noch hier sind. Oh Gott. Oh wow. Das ist viel Platz. 12 mal 4 sind 48, also nochmal 4.800 dazu. Ja, müsste hinkommen. Ach ja, stimmt, Heilwunder sind ja gut und dann kann ich ja einsetzen, um die zu töten. Lustige Sache. Hey, wieso? Ruhe unsanft! Okay, dann wollen wir doch mal warten, bis die hier da sind. Wo bleibt der Dorfbewohner? Ich brauche mehr Blut. Ein Wolkenkratzer. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Ein Herrenhaus, eine Waffenschmiede. Aber ein Wolkenkratzer klingt doch ganz gut. Auch wenn die den nicht haben wollen. Okay, meiner Kreatur geht's gut. Das bedeutet, sie kann den mal in den Hintern treten. Hoffe ich doch zumindest mal. Und das möglichst schnell. Fit müsste sie ja eigentlich sein. Gucken wir mal in die Statistik. Fitness 99. Fettleibigkeit 0. Da sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen was draufpacken. So, 3-4% sollten ja schon mal sein, ansonsten wird das langsam ungesund. Vor allem, weil sie so wenig isst. Ist aber auch meine Schuld, von daher. Da kommen ja immer mehr Armeen raus. Das nervt. Oh, verdammt, ich hätte die... die Dinger hier zerstören sollen. Ist da was? Untersuchen? Suchen? Ah, okay. Attackieren. So, da haben wir es doch. Und jetzt sucht ihr irgendeinen Weg da hoch. Am besten mit möglichst wenig Gegnern auf dem Weg. Das hier unten kann ich schon alleine regeln, soweit. Von mit daher, jedem Opfer nimmt meine Macht zu. Und mein Eindruck nimmt auch stetig zu. Und die Zufriedenheit müsst ihr jetzt nur noch mal ein bisschen steigen und dann hätte ich bestimmt mal 45.000 insgesamt Eindruck. Ist die Frage, wie kriege ich die zufriedener? Da, Gesinnung, ja, schon klar. Gebäudevariation minus 7.000. Mist. Ja. Vielleicht sollte ich, Moment, ein weiteres Tor einbauen. Nein, 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 hier. Torhaus. Genau. Weiteres Torhaus. Und das Tor öffnen. Und dann baue ich da draußen noch Sachen, die unter anderem die Leute hier unten glücklicher stimmen. Eine Kirche wäre. Oder ein Tempel. Was war das? Ach, das war eine Universität. Da ist der Tempel. Kreatur! Bring mir einen Dorfbewohner, um meinen Durst zu stillen. Noch eine Taverne baue ich jetzt hier irgendwo hin, falls das hinpasst. Da, okay. Der Friedhof, den sollte ich vielleicht durch irgendwas ersetzen. Irgendwas, was glücklich macht. Oder guck mal einfach mal nach, wie es denn jetzt hier aussieht mit... Ah, okay. Komm schon, zeig an. Wo ist gut und böse? Okay. Also der Friedhof ist wirklich ein bisschen da im Weg. Dieser Dorfbewohner müsste reichen. Bring ihn hier. Schnell. Eine Uni passt nicht hin. Passt ein Tempel hin. Ein Tempel passt hin. Sehr schön. Es gibt nochmal schön gute Laune. Weitere Variation minus 8.000, so ein Mist.
Also, minus 8000, darauf hätte ich jetzt echt nicht gesetzt. Aber na gut. Was können wir noch machen, um die glücklich zu stimmen? Außer also noch mehr Gebäude bauen, die irgendwie die Häuser glücklich stimmen. Ich hätte meine Gebäude war jetzt mal ein bisschen mehr aufpassen sollen. Es fehlt nur noch Erz, okay. Wollen wir noch mal. Sehr schön. Da will keiner dran bauen. Na gut, dann baue ich noch ein bisschen am Tempel weiter. Das war's schon. Ja, Gebäudevariationen. Komm schon, werde glücklich, verdammt. Schlaf brauchen die. Und mehr Erwachsene, theoretisch. Schlaf, Freizeit, Mana. Dann wollen wir doch mal rangehen und sie. Mit jedem Opfer nimmt meine Macht zu. Schlafen schicken. Und Freizeit, das kommt wahrscheinlich durch die Leute, die durch die Jünger, die keine Freizeit mehr haben, dadurch, dass sie Jünger gemacht wurden. Klopft den Staub von euren Knochen und vernichtet die Lebenden. Wieso schafft das denn nicht mehr hierher? Kreatur, bring mir einen Dorfbewohner, um meinen Durst zu stillen. Okay, kontrollieren wir mal die Wege. Geh mal dahin. Dahin kommt's ja noch. Sind ja schon wieder 300 Soldaten. Oh, hier ist auch noch was. Wie wär's, wenn du erstmal dahin gehst? Das sollte auch hinhauen. Hauptsache, du machst hier alles kaputt, was irgendwie mal ihnen was bringen könnte. Gebäude war ja zum Glück das da hinten dran, dass die. Kreatur, bring den Dorfbewohner zum Altar. Irgendwie sollte ich denen noch was verschaffen, was die glücklich macht. Lampen. Lampen sind immer schön. Ja, und gerade wollen sie Lampen haben. Lampen sind immer schön. Lampen machen gute Laune. Besseren Eindruck. Auch wenn es nicht viel ist. Und sie heben auch noch die Gesinnung an. Sie beleuchten alles. Braucht keine mehr Angst im Dunkeln zu haben und so weiter. Also von daher eigentlich. Wow. Ah, meine Kreatur ist da. Das ergibt Sinn. Kreaturschätzchen, könntest du bitte. Wo ist sie? Ach, da war ja was. Genau, das wäre so mal das Hauptziel, würde ich tippen. Die Griechen werden mir als Skelette dienen. Das ist ein Untoter, heil dich. Verdammt, heil dich. Heil dich. Was ist das für ein Wunder? Ein Blitzwunder. Mit jeder Heilung dran hängt meine Macht zu. Ansonsten musst du kurz mal hierher kommen, damit du überlebst. Schaffst du es? Hoffentlich nimmt er direkt eine Heilwunde, ansonsten ist er ziemlich am Arsch. Ich brauche keine Minenarbeiter mehr. Ich kann Soldaten erschaffen. Er beschwört eine riesige Skelettarmee, um sich an der Stadt zu rächen. Mann, das wird ein Spektakel! Was soll ich dagegen jetzt machen? Meine Kreatur hat selbst gerade Probleme. Die kann da gerade nicht helfen. Greifen die Leute an? Oder die Stadt? Warte mal. Oh oh. Hey, meine Kreatur hat sich geheilt. Ist doch schon mal schön. Bringt mir die Kreatur. Zerstört alles, was euch im Weg ist. So.
sie alle tot, keine Angst. Ja, 8000 brauchen wir noch. Sehr schön. Muss ich mich verkohlen? Da steht noch einer. Endlich! Die Skelette sind tot. Alter Schwede. Wieder einmal. Meine Kreatur lebt immer noch. Das ist natürlich schön. Können Sie da mal angreifen gehen? Die hier sterben jetzt alle so langsam, nachdem sie ein paar Häuser zermatscht haben. Die sind auf dem Weg zu mir. Da ist ein Katapult auf dem Weg. Da ist ein Kreatur schon da. Bring mir einen Dorfbewohner, um meinen Durst zu stillen. Tschüss. Schön praktisch, gell? Tja, wie sieht's denn jetzt mit den Gebäudevariationen aus? Immer noch 8000. Aber die Zufriedenheit steigt. Und vielleicht sollte ich die nochmal schlafen lassen. Zumindest ein bisschen. Damit die hier was machen können. Halte die doch noch mal ein wenig auf. Dass die Stadt auch noch dazugehört, hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet, aber okay. Ich hätte die kaputt machen sollen. Der Tempel ist noch kaputt. Schon. Die toten Wikinger haben versagt. Kreatur, vernichte die Griechen. Ist das jetzt ein Witz? Die kann doch kaum gegen mich bestehen. Nein, eigentlich wollte ich die Lampe haben. So. Genau. Damit war ich noch nicht fertig. Bauen. Lampen. Ganz viele davon. Sollte die Gebäudevariation ein wenig verbessern, hoffe ich doch zumindest mal. Kann man natürlich nicht vorher so genau sagen, ob es wirklich funktioniert. Ich frage mich sowieso, wie die optimale Stadt aussieht, aber um das rauszufinden, ja, müssen wir mal nach bei den Entwicklern nachfragen. Wie man denn variationsreich baut, was das für das Spiel hier heißt und so weiter. Also von daher, na, mal sehen. Ah, und wir sind noch nicht mal mit allen fertig und wir haben schon, naja, eins fehlt noch. Aber wir können ja immer noch die Säulen dazwischen stellen. Von daher wird das auch noch besser werden. Okay, ein Krankenhaus hier oben, ein Katapult dort. Das Problem ist, ich komme da jetzt gerade nicht ran. Schade, das ist kein untotes Katapult. Verdammt, zu kurz geworfen. Nicht richtig getroffen. Das war eigentlich ganz gut getroffen. Das Problem ist aber, ich komme da nicht ran. Na, wollen wir doch mal sehen, ob man da nicht nochmal so ein Sperre hinkriegen. Die hier irgendwie was reißen kann. Eigentlich wollte ich den größeren haben. Hä, was mache ich denn jetzt hier? Ja, ja, ich werfe gegen meine Mauerstücke gegen meine eigene Mauer. Das ergibt doch Sinn. Das ergibt doch so viel Sinn. So, hoffentlich schießt er jetzt ein bisschen tiefer. Oh, verdammt, die haben meine Armee vernichtet. Verdammt, da brauche ich ja noch eine eigene Armee. Meine Kreatur. Wie die hier eigentlich. Ach nee, das ist die gegnerische. Oh oh. Hey Kreatur. Schön, dass du mal vorbeikommst. Ich wollte ja immer schon mal ein paar Steine auf den Kopf werfen. Verdient hast du es auf jeden Fall.
tut ihr meinen Wolf an? Ach was. Willst du das? So, guck mal, der kriegt sogar noch einen Grabstein. Was willst du?